Gude, ich bin André und ihr seht ausgeklickt. Heute sind die Kirchmeier Babys im zweiten Rennen der Swift Racing League am Start. Auf dem Programm steht ein Teamzeitfahren auf der 25 Kilometer langen Route Grande Vitesse, einer sehr flachen Strecke in Frankreich. Ich fahre heute selbst nicht mit und unterstütze stattdessen das Team als virtuelles Teamcar. Im Gegensatz zu den Punkterennen gibt es bei diesen Zeitfahren keine Bonuspunkte für die Fahrer, sondern das schnellste Team bekommt 20 Punkte, das zweitschnellste 19 Punkte und so weiter. Die Zeit des vierten Fahrers im Ziel zählt dabei als Teamzeit. Es müssen also mindestens vier Fahrer ankommen, sonst wird das Team disqualifiziert. Die Startzone ist schon recht leer. Es gibt viele Teams, die vor uns gestartet sind und in wenigen Sekunden geht es dann auch gleich los mit der Runde 25 Kilometer Teamzeitfahren. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und go! Hier in dieser Startphase kann man schon wertvolle Zeit gewinnen oder verlieren. Hier kommt es darauf an, dass sich das Team möglichst schnell findet und wir einen guten Zug aufbauen. Ja, sieht gut aus, die Formation. Noch 10 Sekunden, dann bitte Schübel vor. 5, 4, 3, 2, 1 und Schübel vor. Wir nähern uns jetzt dem Startzielbereich hier in der Marina im Yachthafen. Und in 24 Kilometern ungefähr wird die Runde und das Zeitfahren hier beendet werden. Ja, unsere Strategie für dieses Rennen ist, dass wir die Fahrer mit den höchsten FTPs, also die, die für eine Stunde die längste und beste Leistung treten können, an den Start gebracht haben. Bleiben jetzt in der Reihenfolge, das heißt Schübel, Magnus, Michael, Michael, dann Heli, dann JJ, dann JB. Speed ist 45 Kilometer pro Stunde. Ist okay, 46 wäre noch besser. Die Durchschnittsgeschwindigkeit heute Morgen in dem APEC-Rennen vom schnellsten B waren 45 Kilometer pro Stunde. Der Kirchmeier-Zug ist hier gut unterwegs. Eine der Fallen bei so einem Teamzeitfahren ist ja am Anfang, sich zu schnell zu verausgaben, am Anfang das Tempo zu hart zu machen. Und dann ja, fehlt es hinten raus an der nötigen Kraft, noch die Geschwindigkeit hochzuhalten. Aber die Jungs hier vom Kirchmeier Bibis Team machen das spitze. Sieht sehr, sehr gut aus. Wir nähern uns jetzt gleich der ersten Zwischenzeit. Und wie ihr seht, sind wir ganz eng beisammen mit den führenden Teams Evo Vortex, Dirty Beasts Amarok und dem Wolfpack ZRG R2. Ja, noch nichts verloren, alles noch gut im grünen Bereich. Die Kirchmeier Bibis sind im Augenblick nach dem ersten Rennen ja auf Platz 2 der Gesamtwertung in unserer Gruppe mit 19 Punkten. Platz 1 waren ja die Belgian Swift Riders Lions mit 20 Punkten und die waren hier in den Top 4 gar nicht vertreten. Also sieht auch aus der Perspektive ganz gut aus für uns. Mhm.
Michael Schübel ist bei 4 Watt pro Kilo jetzt im Durchschnitt. Der Rest ist so bei 3,9. Michael ist jetzt bei 3,5. Und Jan Bürger bei 3,6. Eli bei 3,8. Die Leistungswerte sehen also ganz gut aus. Glaub allerdings nicht, dass jemand sich großartig hier an der Landschaft erfreuen kann, wenn wir hier die Leistungswerte sehen und den Puls dazu. Da wird schon ordentlich reingehalten. Erfreuliche Neuigkeiten an der zweiten Zwischenzeit. Wir haben uns einen Vorsprung von 7 Sekunden rausgefahren, während die anderen Teams fast alle gleich auf sind. Wir nähern uns jetzt einer weiteren Schlüsselstelle auf dem Kurs, nämlich einem Anstieg über das Aquädukt. Hier kann man sicherlich viel Zeit gewinnen, aber auch verlieren. Magnus ist jetzt gerade vorne, ist alles in Ordnung. Und weiter pushen. Schübel, willst du vorfahren runter dann? Eine Art und Weise, wie man sich einen Vorteil verschaffen kann im Zeitfahren, ist, dass man bergauf leichtere Fahrer nach vorne bringt und bergab schwerere Fahrer. Das eignet sich dann natürlich gut, um Speed aufzunehmen bzw. zu halten. Und wenn man den Luxus hat, so viele Fahrer zu haben, dann sollte man das auch nutzen. Ihr seid super in der Zeit. Ihr seid 40 Sekunden schneller als die schnellste Gruppe heute Morgen im APEC. In der Tat. Und wir sind nicht nur schneller als die schnellste Gruppe in APEC, sondern wir sind auch um einiges schneller als die schnellsten in unserer Gruppe. Sieht also sehr gut aus. Wenn wir jetzt den Speed halten können, das Tempo bis zum Schluss, dann sollte das ein sehr gutes Ergebnis bringen. Sieht gut aus. Super, Leute. Jetzt gibt nochmal alles. Bald da. Und die Jungs geben wirklich alles. Schaut mal, 400, 450 Watt. Und das ist in der Gruppe 51 Kilometer pro Stunde. Also die hauen hier wirklich nochmal alles raus, um die letzte Sekunde rauszuholen. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz starke Vorstellung hier von den Bibis. Sehr gut, Leute. Chapeau. Sehr gut gefahren. Am Ende steht eine Zeit von 33 Minuten und 28 Sekunden auf der Stoppuhr. 18 Sekunden schneller als das schnellste Team in unserer Gruppe. Starke Leistung. Mit den 20 Punkten für diesen Sieg haben wir jetzt 39 Punkte nach 2 Rennen, sind damit auf Platz 1. Dann seht ihr 2., 3., 4. Platz sehr dicht beieinander, alle mit 36 Punkten. Und Bath, CC Camden mit 31 und die Dirty Beasts Amarok mit 29 Zählern. Die habt ihr ja in den Zwischenzeiten gesehen, in den Top-Teams bei diesem Zeitfahren waren. Nächste Woche warten dann noch mehr Gegner auf uns, denn alle Teams werden ja in neue Pools aufgeteilt. Es wird also spannend. Und damit verabschieden sich die Bibis von euch für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Rennen. Ciao und bye bye.